leiden sie unter Arthrose oder Gelenkbeschwerden. Die Ärzte sagen, man könnte nur den Knorpelverschleiß verlangsamen. Das sehe ich persönlich nicht so. Man kann diese Art von Beschwerden oder die Krankheit Arthrose meiner Ansicht nach richtig stoppen und sogar verbessern mit der richtigen Ernährung. Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Janan. Ich bin Foodbloggerin und Ernährungsberaterin. Heute möchte ich über die richtige Ernährung bei Arthrose oder arthroseähnlichen Problemen sprechen. Über viele Jahre benutzen wir unsere Gelenke und besonders natürlich die Gelenkknorpel als Stoßdämpfer für unsere Last an Gewicht, für unsere sportliche Betätigungen, fürs Laufen, fürs Joggen, fürs Springen, fürs Arbeiten und so weiter. Und natürlich müssen diese Gelenke, die Knorpel, viel Gewicht und viel Last aushalten. Da ist es ja eigentlich ganz normal, dass mit der Zeit, also altersüblich, ein Verschleiß dieser Gelenke und Gelenkknorpel stattfindet. Von Arthrose redet man aber, wenn das über das altersübliche Maß hinaus ein Verschleiß gibt. Das heißt also, dass man diese Verschleißerscheinungen und Beschwerden nicht im hohen Alter hat, sondern auch schon in jüngeren Jahren. Man kann natürlich viele Schmerzmittel, viele Medikamente gegen die Symptome bekommen, wo man auch die Schmerzen und die Beschwerden nicht spürt. Eine große Ursache für Arthrose meiner Ansicht nach besteht in der heutigen Ernährung. Man hat natürlich in bestimmten Regionen Arthrose, meistens in den Kniegelenken und in Hüftgelenken, also eigentlich wo es die höchste Belastung gibt. Unsere Kniegelenke müssen sehr viel Gewicht aushalten, sowie auch unsere Hüftgelenke. Und natürlich gibt es da den meisten Verschleiß. Aber Arthrose kann jede Art von Gelenk betreffen, sowie Schultergelenk, Handgelenk, sogar auch Fingergelenke. Und ich selbst bin betroffen mit meinen Fingergelenken leider. Dadurch, dass die Gelenke in den Fingern schmerzen und sogar die Finger verformen. Davor habe ich Angst. Vegetarische Ernährung, habe ich gesagt, probiere ich mal für ein paar Monate. Mal sehen, wie es damit klappt. Weil damit haben ja auch gerade, ich glaube sehr an die ayurvedische Diät und dass ayurvedische Ernährung auch sehr gesund ist und auch viele Krankheiten heilen kann. Und Ayurveda ist ja vegetarisch. Von daher habe ich damit angefangen. Und ich wollte erstmal 3 Monate ausprobieren und langfristig sehen, wie es auswirkt. Aber tatsächlich habe ich nach 1 Monat sofort die Symptome gespürt nach der vegetarischen Diät. Und zwar keine Schmerzen mehr in den Fingergelenken gehabt. Aber ich muss auch sagen, ich habe im 1. Monat wirklich auch sehr streng die vegetarische Diät gehalten. Das bedeutet, ich habe auch also vegetarisch mich ernährt, aber sehr gesund, alles selbst gekocht, keine Fertignahrung. Und auch kein Käse in dieser Zeit, weil ich irgendwo gelesen hatte, wenn man bei der Arthrose richtig was machen möchte, sollte man auch auf Käse verzichten. Und auch wenig Eier, also nur maximal 2 Eier in der Woche. Also eigentlich war ich ja vorher eine Omnivorin, also ich habe alles gegessen. Und ich habe auch sehr gerne Fleisch gegessen und bei uns in der türkischen Küche natürlich. Es gibt tolle Speisen mit Lammfleisch und natürlich Kebabgerichte. Und ja, auf meinem Kanal findet ihr deshalb auch noch alte Fleischgerichte. Aber die habe ich nicht gelöscht. Naja, das gehört hier halt zu meinem Leben. Aber seit wirklich 1 Jahr ernähre ich mich vegetarisch und ich fühle mich richtig wieder fit und gesund. Der vegetarischen Ernährung verdanke ich sehr viel. Natürlich, also ganz weg ist die Arthrose nicht, aber ich spüre die Schmerzen nicht mehr und ich kann meine Finger auch viel besser benutzen als früher. Ich habe diese Gelenksteifheit auch nicht mehr morgens. Und wenn ich dann auch über die Diät hinausgehe, also zum Beispiel waren wir vor kurzem in Italien und da habe ich sehr viel natürlich Käse gegessen, weil ich einfach italienischen Käse liebe. Und da hat sich meine Arthrose leider auch wieder verschlimmert. Das ist jetzt meine eigene Erfahrung, aber ich möchte aus meiner eigenen Erfahrung jetzt folgende Ernährungstipps euch geben und ihr könnt es gerne bei euch ausprobieren und ich bin mir sicher, dass ihr durch die Ernährungsumstellung Verbesserung spüren werdet. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung soll man ja ein paar Mal in der Woche Fleisch essen und das war auch bei mir wirklich also der Fall. Früher habe ich mich nach dieser Pyramide ernährt, also ein paar Mal in der Woche Fleisch, ein paar Mal in der Woche Fisch. Und einige Eier und Milch und Käse und der Rest war Gemüse. Und ja, diese Pyramide finde ich im Moment total falsch, weil es einfach nicht unserem Körper meiner Ansicht nach entspricht. Das ist einfach eine Pyramide der Luxusgesellschaft und wir wissen ja, was die Luxusgesellschaft aus unserer jetzigen Ernährung gemacht hat. Die ist einfach nicht mehr gesund.
Zuallererst möchte ich zum tierischen Fett was sagen. Als erstes muss man wissen, dass tierisches Fett entzündungshemmende Substanzen im Körper anregt, sowie Arachidonsäure. Die Arachidonsäure kommt insbesondere in tierischen Lebensmitteln vor und gehört zu den Omega-6-Fettsäuren. Bei ihrer Verstoffwechslung entstehen Abbauprodukte, die entzündungsfördernd wirken. Und diese Entzündungsreaktion wirkt sich auf viele Organe aus, auf Magen-Darm, auf andere Organe, aber insbesondere auch auf die Gelenke. Es kommt zu mehr Knorpelabbau, zu Entzündungsreaktionen wie bei Arthritis oder auch Gicht. Deshalb, Menschen, die unter Rheuma, Arthrose oder Gicht leiden, sollten Arachidonsäure meiden. In hoher Konzentration findet man die Omega-6-Fettsäure, Arachidonsäure, vor allem in Schweineschmalz, Leber oder Speck. Aber auch in anderen Fleischsorten ist sie in unterschiedlicher Konzentration vorhanden und sogar in Butter oder in Eigelb. Wenn wir unter Arthrose leiden, sollten wir insbesondere diese Lebensmittel meiden. Also eigentlich alle Fleischsorten, Butter, Käse und Eigelb. Eigelb sagt man ja auch nicht nur, dass es also hohe Cholesterinwerte erzeugt, sondern Eigelb ist auch bei Gelenkerkrankungen, Gicht und Rheuma auch sehr schädlich. Und ja, was kann ich dann stattdessen essen? Darf ich andere Fette zu mir nehmen? Natürlich muss man in dieser Hinsicht wirklich sagen, man sollte mehr Omega-3-Fettsäuren zu sich nehmen und Omega-6-Fettsäuren meiden. Also auch wenn man zum Beispiel vegetarisch sich ernährt oder vegan und sehr viele Pommes zum Beispiel in wirklich viel Pflanzenfett gebraten, ist auch ungesund. Es ist nie zu spät, mit der richtigen Ernährung gerade bei Arthrose anzufangen. Also, aber gerade wenn die Arthrose beginnt, kann man mit einer richtigen Ernährung viel, viel machen und sogar die Arthrose gänzlich stoppen. Wenn aber Arthrose schon ziemlich fortgeschritten ist, kann man die Schmerzen lindern mit der richtigen Ernährung und man kann auch das Fortschreiten verlangsamen. Die vegetarische Ernährung, hatte ich ja gesagt, ist bei mir sehr gut angekommen, aber wie ist es mit der veganen Ernährung? Bei Arthrose oder Gicht oder sogar Rheuma eigentlich auch eine sehr gute Ernährung, weil die enthält ja sowieso keine tierischen Fette. Wenn ihr das schaffen könnt, ernährt euch vegan. Ihr werdet wirklich Verbesserungen verspüren. Auf der anderen Seite, wenn ihr euch nicht vegan ernähren könnt, empfehle ich euch eine fettarme vegetarische Ernährung. Dazu gehört zusätzlich natürlich zu Obst und Gemüse und Hülsenfrüchten, dass man so ein bisschen aufpasst, welche Öle man benutzt. Vor allen Dingen solltet ihr gute Öle benutzen, die viel Omega-3-Fettsäuren enthalten, wie zum Beispiel Olivenöl, Leinöl, Walnussöl und so weiter. In der vegetarischen Ernährung darf man ja auch Milchprodukte essen und ich empfehle in dieser Hinsicht magere Milchprodukte sowie Magerjoghurt oder Magerquark zum Beispiel zu benutzen und auf Käse vielleicht gänzlich zu verzichten. Worauf ich eigentlich fast gar nicht verzichten kann beim Käse ist Feta und bei Feta achte ich eben darauf, dass eben das Fett reduziert ist. Aber ich versuche auch den Käse nicht täglich in meinen Speiseplan einzuführen. Das könnt ihr gerne auch machen. Ab und zu fettarmer Käse, Joghurt und Quark sind okay. Zu den Eiern möchte ich sagen, ihr könnt auch zum Beispiel, wie viele Sportler es machen, die Eier essen ohne das Eigelb, um einfach die Arachidonsäure zu meiden. Oder ihr solltet auch euer Eierkonsum einfach richtig reduzieren. Einmal die Woche vielleicht im Gebäck Eier essen oder einmal die Woche einfach zum Frühstück ein Ei. Aber ihr solltet das nicht zum täglichen Speiseplan einführen. So, und dann ist es so, es ist zwar wissenschaftlich nicht bewiesen, aber ich habe auch den Verdacht, also irgendetwas beim Weizen meine Gelenke auch wieder schmerzen lässt. Entweder ist es das Gluten im Weizen oder die Pestizide im Weizen, die Entzündungsreaktionen im Körper auslösen können. Also bei mir, ich spüre das, wenn ich sehr viel, besonders auch
Weizenprodukte esse, die einfach industriell hergestellt werden. Wenn ich im normalen Supermarkt vielleicht das Mehl kaufe oder die Brote, dann verspüre ich auch Gelenkprobleme. Zum Weizen möchte ich sagen, ich hatte ja die glutenfreie Ernährung gemacht und im Moment ist ja total der Hype für glutenfreie Ernährung. Ich bin auch damals davon angesteckt worden und ich muss sagen, wir beschuldigen eigentlich Weizen, Dinkel und Co. umsonst, dass es uns schadet, wenn man keine Zöliakie hat. Ich habe eine Zeit lang glutenfrei zum Beispiel gekocht. Da findet ihr auch viele Rezepte auf meinem Kanal, wo ich auch sehr viel glutenfrei gekocht habe. Und ja, jetzt kommt die Sonne durch. Es ist zwar schön, aber macht so ein bisschen Schatten. So, ja, das Licht ist jetzt ein bisschen anders in meinem Zimmer. Entschuldige ich mich dafür. Viele Jahre habe ich auch Gluten umsonst beschuldigt im Weizen. Im Moment bin ich der Ansicht, dass es nicht am Gluten am Weizen liegt, sondern an den Pestiziden. Das bedeutet, wir ernähren uns ja viel aus dem Supermarkt. Also wir holen sehr viele Brote aus dem Supermarkt oder vom normalen Bäcker, die ja kein Biomehl benutzen. Oder auch zum Beispiel, wenn wir Pasta kaufen, Nudeln. Die sind ja auch nicht aus Bio meistens, die wir kaufen aus dem Supermarkt. Es gibt ja tolle Marken zum Beispiel, wo wir sagen, oh, da schmecken Nudeln super, aber die sind ja nicht aus Bio. Und da sollte man ein bisschen aufpassen. Ich habe meine Meinung über Gluten total verändert. Wenn ich Pasta oder Brot kaufe, kaufe ich vom Bioladen und da vertrage ich das auch wunderbar. Und insbesondere vertrage ich die Sauerteigbrote zum Beispiel oder Pasta aus dem Bioladen, die ein paar Cent teurer sind als die aus dem Supermarkt. Also lohnt sich total. Muss nicht unbedingt das teure Getreide sein im Bioladen. Ihr könnt auch normal Hartweizennudeln kaufen, Bio. Die haben keine Pestizide. Und da spüre ich zum Beispiel überhaupt keine Entzündungsreaktion in meinem Körper. Vielleicht könnt ihr das auch ausprobieren und stattdessen erstmal Gluten nicht beschuldigen, ne? Indem man eben Ökoprodukte benutzt, die keine Pestizide enthalten. Brot, Pasta und Co. könnt ihr essen. Natürlich solltet ihr darauf achten, auch abzunehmen, weil immer mehr Belastung, immer mehr Gewicht belastet ja auch die Gelenke und die Knorpel und dadurch gibt es noch mehr Verschleiß. Das heißt also, bei Brot und Pasta ruhig auf die Vollkornprodukte greifen. Zusätzlich ist es noch wichtig, dass man sich ballaststoffreich ernährt. Das ist nämlich sehr wichtig für unseren Darmbereich. Der Darm macht die ganze Gesundheit unseres Körpers aus. Viele Entzündungsreaktionen entstehen auch im Darm, die auch sich auf unsere Gelenke auswirken können. So, und ballaststoffreich heißt was? Viel Obst und Gemüse. Wenn ihr könnt, so viel wie möglich roh oder auch mit Schalen, Bio-Äpfel, Birne und so weiter mit Schale essen, sehr viele Ballaststoffe. Oder auch rohes Gemüse einfach essen, zum Beispiel Brokkoli oder Blumenkohl, nicht nur immer kochen, sondern entweder dämpfen oder wirklich auch roh zu Salaten verarbeiten. Man kann tolle Salate damit machen, mit Brokkoli, mit Blumenkohl und so weiter. Und dann natürlich ungesättigte Fettsäuren, besonders die Omega-3-Fettsäuren enthalten, aufnehmen. Das heißt mit Olivenöl, Walnussöl, was ich ja bereits schon gesagt habe, oder Leinöl. Diese Öle solltet ihr lieber zum Kochen und für die Salate benutzen. Erlaubt sind auch ein paar Mal die Woche Fisch, weil die ja auch Omega-3-Fettsäuren enthalten. Und Omega-3-haltige Fischsorten sind insbesondere Kaltwasserfische wie Lachs und Makrelen zum Beispiel. Diese Fische enthalten nicht selbst Omega-3, sondern nehmen eigentlich Omega-3 durch Algen auf, wie Mikroalgen und Krill. Deshalb kann man auch gleich diese Algen essen, wenn man die Möglichkeit hat. Omega-3 mit Algen am besten supplementieren. Unter dem Video empfehle ich einige Kapseln bezüglich Omega-3-haltige Algen, wenn ihr interessiert seid. Ich esse ein paar Mal im Jahr Fisch, ja, aber es gehört nicht zu meinen Grundnahrungsmitteln und deshalb nehme ich wirklich regelmäßig Omega-3-Kapseln auf in Form von Algen, weil ja meiner Ansicht nach die Fische sowieso ihre Omega-3 von diesen Algen aufnehmen. Dann kann ich ja auch gleich diese Algen aufnehmen, wie die Fische, wenn die Möglichkeit dafür da sind. Man muss sowieso im Körper darauf achten, dass ein Gleichgewicht da ist zwischen Omega-6 und Omega-3. Omega-6 durch unsere jetzige Ernährung überwiegt leider und das müssen wir halt versuchen zu reduzieren und Omega-3 stattdessen zu erhöhen. Und so werden die Entzündungsreaktionen im Körper weniger werden und auch unsere Beschwerden im Bereich Arthrose,
aber auch andere Beschwerden werden zurückgehen. Wichtig ist bei der Ernährung auch wirklich, wenn man sich vegetarisch ernährt, nicht auf diese Fertigprodukte zuzugreifen, die ja eigentlich kaum Nährwerte enthalten und dann auch durch die Zusatzstoffe Entzündungen wieder erzeugen können. Deshalb sollte man lieber selber alles frisch kochen und auf die Vitamin- und Mineralzufuhr achten. Ganz wichtig ist auch bei Arthrose auf bestimmte Vitamine zu achten. Erstens möchte ich mit Vitamin D anfangen. Da habe ich ja schon ein ausführliches Video oder sogar zwei Videos gedreht, was das für unsere Gesundheit alles ausmacht. Und Vitamin D ist auch bei Arthrose oder gegen Arthrose sehr wichtig. Arthrose-Patienten leiden auch meistens unter Vitamin D-Mangel. Deshalb solltet ihr unbedingt euer Vitamin D-Depot auffüllen. Normalerweise ist empfohlen so 20 bis 25 Nanogramm in Deutschland, aber meiner Ansicht nach sollte man mindestens 70 Nanogramm haben. Geht zum Arzt und lasst euer Vitamin D-Gehalt checken. Und das muss man leider in Deutschland selbst bezahlen. Die Krankenkassen bezahlen das nicht, aber das lohnt sich total. Achten sollte man auch auf ausreichend Vitamin C und B-Werte, weil diese Vitamine antioxidativ wirken. Vitamin C weiß man ja, also viele Obstsorten sollte man essen, aber auch Paprika, auch grünes Blattgemüse wie zum Beispiel Grünkohl enthält viel Vitamin C und natürlich verschiedene Beeren. Mineralien und Spurenelemente sind auch wichtig wie Eisen, Zink, Jod und Mangan. Und diese kann man zum Beispiel auch erreichen, entweder zum Beispiel Jod durch Fisch, jodhaltiges Salz oder jodhaltige Algen und so weiter. Eisen, wenn man sich vegetarisch ernährt, viele Fleischarten enthalten natürlich Eisen, aber auch pflanzliche Produkte, wie zum Beispiel grünes Blattgemüse, wieder Grünkohl, aber auch viele Nüsse und Samen und Haferflocken. Und wir brauchen eigentlich auch nicht so viel Eisen, wir essen zu viel und zu viel Eisen fördert wiederum auch zu viel Entzündung im Körper, kann sogar verschiedene Krankheiten verursachen, wenn wir zu viel davon essen. Also hier ist wieder die Dosis ganz wichtig und da kann man mit pflanzlichen Produkten, die Eisen enthalten, eigentlich nichts falsch machen. Stattdessen aber mit sehr viel fleischlicher Ernährung kann man zu viel Eisen bekommen und das ist wiederum schädlich für den Körper. So, und zusätzlich gibt es dann noch einige Gewürze oder auch zum Beispiel Lauchgemüse, was Entzündungen im Körper zum Beispiel hemmen kann und gegen Arthrose und Co., also auch gegen Rheuma oder Gicht sehr gut wirkt. Das erste, was ich sagen kann, Knoblauch und Zwiebeln. Reichlich davon essen, wenn man sie verträgt, vertreibt nicht nur böse Geister oder Vampire, sondern auch die Entzündung. Und da sollte man also reichlich zugreifen. Und bei den Gewürzen ist das Beste natürlich die Königin unter den Gewürzen, Kurkuma. Kurkuma ist ja jetzt in den letzten Jahren richtig berühmt geworden und es ist richtig entzündungshemmend und wirkt auch gegen Arthrosebeschwerden sehr gut und gegen Gelenkbeschwerden. Ich denke, sogar Kurkuma kann man jeden Tag einführen in die Ernährungsplanung. Einfach Kurkuma-Gewürz in Frühstücksmüsli einfügen und dann irgendwie mit Zimt und Honig süßen. Kurkuma schmeckt ja eigentlich nicht so intensiv. Man kann es also mischen mit Süßem oder mit Deftigem. Von daher kann man also täglich einfach einführen in die Ernährung. Ich mache das auch häufig so, dass ich zum Beispiel Kaffee mit Kurkuma und Zimt trinke, dass ich eigentlich meine tägliche Zufuhr von Kurkuma mit meiner täglichen Tasse Kaffee schon erledige. Und da Kurkuma ein bisschen so bitteren Geschmack gibt dem Kaffee, der Kaffee schmeckt auch bitter, ich trinke den Kaffee ja auch ohne Zucker natürlich, und da gebe ich ein bisschen Zimt noch dazu und meine pflanzliche Milch. Und ja, könnt ihr mal gerne ausprobieren, das ergibt einen tollen Geschmack, finde ich. Und manchmal mache ich auch ein bisschen Honig rein, wenn ich ein bisschen Süße haben möchte. Und ich habe noch meine Medizin im Kaffee sozusagen. Also Kurkuma tatsächlich wirkt wie Medizin, sehr entzündungshemmend. Und ja, gerade auch diejenigen, die überhaupt keine Beschwerden haben, also Gelenkbeschwerden, haben vielleicht andere Entzündungen im Körper, die man ja nicht sieht. Man kann auch Entzündungsreaktionen zum Beispiel im Darm haben, was man ja oft einfach auch nicht merkt. Und wenn es richtig zu schlimmen Krankheiten kommt, merkt man es erst und dann auch zu spät. Oder auch zum Beispiel im Magenbereich kann man eine Entzündung haben oder in anderen Organen. Und da, meiner Ansicht nach, ist wirklich Kurkuma ein Wundermittel. So, jetzt habe ich einiges aufgezählt, was man essen sollte und was man mehr essen sollte, wenn man Arthrose hat. Und jetzt komme ich noch zu den Punkten, was man eher nicht essen sollte, wenn man Arthrose hat, was man meiden sollte.
So erwähnt hatte ich es ja schon, also tierische Fette insbesondere, Fleisch, Butter, Schlagsahne gehört noch dazu, Käse, wenn dann, also Käse mit sehr wenig Fett, natürlich alle möglichen Wurstwaren, was ja zum Fleisch gehört. Das solltet ihr so gut wie möglich meiden. Und ich denke, nach einem Monat verspürt man schon wirklich weniger Symptome. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. So, meiden sollte man auch gehärtete Fette, wie zum Beispiel Margarine oder Palmfett. Gehärtete Fette sind auch sowieso für andere Organe nicht so gut, also auch für unseren Blutkreislauf einfach auch sehr schädlich. Und aber auch sie erzeugen auch eine Entzündungsreaktion im Körper. Sie sind einfach nicht natürlich und nicht gesund. Und meiden sollte man natürlich auch Industrieprodukte wie Kekse, wo auch meistens gehärtete Fette drin sind, Fertiggerichte, Kuchen. Produkte wie Nutella, wo auch zum Beispiel Palmfett drin ist und so weiter. Stattdessen kann man zum Beispiel Kuchen und Kekse einfach selber zu Hause machen mit einfach guten, gesunden Fetten. Es gibt aber auch eine Margarine, gehört zur veganen Margarine, die nicht aus gehärteten Fetten gemacht ist. Und ich weiß nicht, ob es auch andere Alternativen gibt. Wenn ihr darüber Bescheid wisst, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, damit auch alle anderen davon erfahren. Also es gibt auch gute Margarinesorten, die ich auch selbst zum Frühstück benutze. Ich verlinke sie unten, welche ich benutze. Und damit habe ich eigentlich auch ja, ein gutes Gewissen, dass es nicht gehärtet ist und dass es einfach auch sehr natürlich gemacht ist. Ein natürliches gehärtetes Fett ist natürlich Kokosöl. Kokosfett ist natürlich über eine bestimmte Temperatur flüssig und darunter ist es fest, ne? Deshalb ist es auch natürlich Fett, sagt man ja. Und ja, Kokosfett ist eine absolute Ausnahme. Meiner Ansicht nach kann man auch Kokosfett natürlich mit ruhigem Gewissen benutzen. Meiden sollte man aber wirklich in erster Linie generell arachidonsäurehaltige Lebensmittel wie Fleisch, Eigelb, Innereien, Käse, Wurst und Milch. Aber auch auf Alkohol und auf Nikotin sollten Arthrosepatienten eher verzichten, weil diese Stoffe die Sauerstoffversorgung im Körper verschlechtern, auch im Knorpelgewebe und dadurch kann sich eben noch mehr Knorpel abbauen. Und dazu kommt auch, dass zum Beispiel gerade Alkohol auch von den Medikamenten, wenn man schon ein Arthrosepatient ist, die Wirkung der Medikamente natürlich beeinflusst. Zusätzlich muss man natürlich auch auf Bewegung achten, um einfach auch gegen die Arthrose was zu machen, weil je mehr Bewegung man hat, umso mehr arbeiten ja diese Gelenke und Knorpel und umso mehr Sauerstoff, umso mehr Blut fließt ja auch durch diese Bereiche und dadurch wird der ganze Aufbau gefördert und Abbau gemindert. Aber wenn man schon Arthrose hat oder fortschreitende Arthrose schon leidet, dann sollte man bestimmte Sportarten wie Joggen, Springen und so weiter eher meiden, wenn man gerade unter Knie- und Hüftgelenkarthrosen leidet. Stattdessen aber sollte man zum Beispiel sehr viel spazieren gehen, wandern, laufen. Also wo man einfach nicht auf die Knie so viel belastet oder auch Schwimmen zum Beispiel ist eine sehr gute Sportart. Generell kann man sagen, wenn man Übergewicht hat, versuchen sollte mit kalorienarmer Ernährung und fettarmer Ernährung einfach Gewicht auch zu reduzieren, was auch der Arthrose natürlich hilfreich ist. Allgemein möchte ich jetzt mit diesem Video sagen, dass eigentlich eine vegetarische Ernährung mit viel Obst und Gemüse und auch diese selbst gekocht und selbst zubereitet ohne Fertigprodukte oder industrielle Produkte man sehr viel gegen Arthrosebeschwerden machen kann. Weil diese Art der Ernährung wirkt knorpelschützend und entzündungshemmend. Und damit möchte ich eigentlich auch das Video beenden. Falls mir noch einige wichtige Details einfallen, werde ich das unten in die Kommentare zufügen. Und ich freue mich selbstverständlich auch, wenn ihr auch wichtige Punkte in den Kommentaren noch dazufügt. Also dann haben wir so eine gemeinsame Plattform über die Ernährung bei Arthrose sozusagen entwickelt oder gegen Arthrose. Ich hoffe, das Video war informativ für euch und alles Wichtige werde ich, wie gesagt, unten in die Kommentare schreiben oder unter meinem Video gibt es auch einige Links, falls ihr euch weiter über Arthrose noch informieren möchtet. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!